Ja, nein, Stigmann, ich fick dich. Komm, ich kleine Philosophen-Kacke. Pissed, Princess pissed. Ja, warte, was, wa ich weiß, dass ich Sch das zweite, die zweite Maske habe ich jetzt noch nicht geholt. Oh Mann, ey, Stimmt ja, warum hast die du es ist nicht noch. gespeichert? Ja gut, so viel haben wir nicht verpasst. Die zweite Maske. Ja, mehr war da nicht. Und oh, schau, ich kann jetzt die Pflanzen abholen. Yeah! Na ja, gut. Also gut, hol mir zuerst die Maske, wenn wir schon mal unterwegs sind. Wir sind ja Weißt du, klein. was ich extrem hasse? Wenn Was? ich an einem Kugelschreiber rumspiele und dann irgendwie die Feder verliere und der hinterher nicht mehr tut. Ja, kenne Das ich, ja. kotzt mich extrem an. Außerdem habe ich mal in ein Pissoir gekackt. Tut mir leid an dieser Stelle. Epische Schweigepause. Ha? Epische Schweigepause. Ja, hey, das muss man doch. Sogar das müssen wir nochmal machen. Ja, das ist ja nicht schwer. Also ich finde es schon ziemlich kompliziert. Ich meine, man muss wissen, wie man welches Licht fährt. Gut, ja Guck. klar. So. Ja, what the. So. Jetzt kannst du ja nochmal das Ding am Anfang anklicken, weil du unbedingt wissen wolltest, was da ist. Ey, diese scheiß Krähe, Mann. Kriege ich auch meine Macken. Das Coole ist ja, ich weiß ja nicht, ob sie auch so ist, aber im DS-Teil, wenn du das Sessel verkackst, quasi dann die falsche Kombo benutzt, dann greifen dich die Krähen an. Also als Strafe. Wenn du, wie jetzt, wenn du den Schalter drückst, ohne dass. Genau, ja, wenn quasi halt, wenn die Farben faul sind und dann Und du drückst du den den letzten Knopf, Schnitt. genau, ja, und dann schließt sich die Tür und Krähen ficken dich an. Ja, und wie kommst du raus? Keine Ahnung, meistens wirst du von den Krähen gekillt, weißt du. Also, gut, hier sind sich viele. Im Testteil war auf einer solchen Stange, also hier in diesem Bild waren die Stangen voll. Boah. Hardcore, Mann. Und dann kamen die nach unten und du bist gestorben, das ist keine Chance. Durch Krähen sterben. So. Düt. Ja, too easy. Piece of cake. Genau. So, nimm das Ding jetzt mit. Nimm die Scheißmaske mit. Alter, wieder einfach die scheiß Maske da. Oh. Einfach so. Ich kann's noch. Ich muss es einfach nochmal erwähnen. Fucking Hannibal Lecter, Mann. Ja, Mann. Oder die Hannibal Lecter nicht kennen, wobei das ziemlich traurig ist. Ja, irgendwie schon. Gibt's einen anderen Charakter irgendwie? Naja, gut, für alle Star Wars Nerds unter euch, wie ist der? Revan? Boah, keine Ahnung, sagt mir nichts. Ja, wer ist das Spiel The Knights of the Old Republic? Das ist so ein Sith, der hat halt so einen Metallkiefer oder so eine Metallmaske für die untere Hälfte des Gesichts. Und da irgendwann in der Cutscene, dann nimmt er das ab und dann hat er einfach kein Mund, kein Kiefer. Ja, aber das würde ich nicht mit Hannibal Lecter jetzt vergleichen. Ja, klar, aber. Oh Es shit. geht. Oh! Moment, wo ist die erste Maske? Nein! Wo war die denn nochmal? Ah ja, die war bei den Pflanzen. Ah, Also gut, kein, stimmt, also ja. ja, eben kein Grund zur Panik. Ja, Mann, irgendwie. Hannibal Lecter sollte man schon kennen. Ist ja eine ziemlich gut, ja, gute, wollte ich schon sagen, ist eine Kultfigur, Mann, eine Kultfigur. Ja, eine Kult-Horror-Horrorfigur. Er ist böser als Darth Vader. Also Und von irgend so einem Institut für Filme oder sonst was, wurde er auf Platz 1 der also Platz 1 der Bösewichte ja, gut, das ist. gelistet. Vor Norman Bates aus Psycho und Boah. vor ja, vor Vader noch. Ja gut, Vader ist auch nicht so ein Top-Bösewicht. Also ich find, die übertreiben immer alle, wenn sie sagen, er ist der größte Bösewicht. Das stimmt. Weil Er ist so halt. böse ist er gar nicht. Nee, das stimmt. Er ist halt so das Sinnbild eines Bösen. Er ist halt von oben bis unten schwarz. Ja. Zu keinem Prozent sozusagen menschlich. Genau. Ja, und er hat halt seinen Sohn die Hand abgeschlagen. Ich finde einfach, Vader ist mir so das bedrohlich. Ich meine, du fixst dich, du legst dich nicht mit Vader an. Wenn er was sagt, dann hoffst du, dass er dich nicht würgt. Ja.
Aber so richtig böse, meine gut. Klar, gut, ja, in der. Versteht, meine, würden die jetzt 4, 5 und 6 so ein Remake machen? Mit den ganzen Effekten und so, dann würde ja. Vermutlich auch total abgehen. Ja, das schon. Und wenn du dir ansiehst, wie Obi-Wan in Teil 4 kämpft und in Teil 3, meine, what the fuck? Ja gut, aber in Teil 4 ist er ein alter Sack. Ja, trotzdem, meine, Yoda ist auch ein alter Sack und geht voll ab. Aber Yoda ist auch kein Mensch. Yoda ist irgendwie so ein grünes Überdings. Aber er ist auch schon 600 Jahre alt. Ja gut, aber dann als alter Sack konnte er auch nicht mehr kämpfen. Ja, weil es damals keine Computeranimation gab. Fine, jeez. Ja. Geil. Und weg sind sie. So. Schau dir dieses Paradies an, 5 Kräuter. Boah, hier kannst du gar nicht alle mitnehmen, oder? Nee, also die Maske muss jetzt noch nicht. Die Todesmaske. Das erinnert mich total an Prince of Persia. Ja, wieso? Ja, da gibt's auch, also im zweiten Teil gibt's halt die Maske des Todes. Mit der kannst du in der Zeit zurückreisen. Alter, warum sind Masken immer so scheiß creepy? Ja, keine Ahnung. Die sind immer so unheimlich und haben so Fähigkeiten. So meine Majora's Mask ist das beste Beispiel. Stimmt. Das ist auch so scheiße creepy. Ja. Aber stimmt, jetzt geht's wieder ab hier. Don't care. Ja, du carest schon, aber... Ja, nicht mehr so viel. Dein eigener Arsch ist dir halt wichtiger, dass du nicht erst verstehen kannst, denn... Mir wäre dein Arsch auch wichtiger. Eben, siehst du. Okay, also. Todesmaske einsetzen. Und dann dort oben zu Forest gehen. Forest, Mann. Love Forest, love. Forest, ja, stimmt, er läuft ja hinterher. Er war nicht tot, er war nur im Halbschlaf. Genau. Ja, und dann erinnert er sich: Love Forest, love. Okay, steht auf und jagt dich. Alter, wie wir hier voll die Filmklassiker durchgehen. Ja, ja, stimmt eigentlich. Was gibt's noch für Filmklassiker? Ich meine, wir müssen die Zeit, die wir jetzt halt quasi nochmal machen müssen, überbrücken. Mhm. Also wir hatten zuerst, haben wir angefangen mit Hannibal. Also genau. Von wegen ihn jetzt als Figur. Ja, sagen wir halt kurz Schweigen der Lämmer. Dann hatten wir jetzt Star Wars noch. Mhm. Jetzt haben wir... Forrest Gump. Forrest Gump, genau. Toll, ich kann jetzt anfangen mit der Pate. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Geil. Oh, das ist so geil, ne? Luigi, du weißt, du solltest nie die Familie betrügen. Luigi, du weißt, die Masken, die sollte nichts Gutes. Ja, was haben wir noch für Klassiker? Noch ein Filmklassiker. Ah ja, Psycho habe ich noch vorhin kurz erwähnt. Was? Also, Psycho mit, also Psycho mit Blades habe ich kurz erwähnt. Na komm, die Filmmusik ist ein Klassiker. Der ganze Film ist ein Klassiker. Ja gut, stimmt schon. Indiana Jones. Den hatten wir auch schon auf dem Harrison Ford. Was hast du gegen Harrison Ford gemacht? Was hast du gegen Harrison Ford? Ich liebe den. Scheiße. Ist auch schon ein alter Sack, hä? Oh ja. Hoffentlich sehen wir ihn bei den Oscars. Hast du du weißt ja, wie Harrison Ford jetzt aussieht. Stell dir vor, so ein Remake mit dem gleichen Schauspieler. Harrison Ford, die Prinzessin und Harrison Ford, alle so alte, fette Säcke da. Ja gut, Ewan McGregor hat's noch drauf. Ja gut, stimmt. Per Computer könnte man ihn sowieso älter aussehen lassen. Klar, ja. So, ich riskiere es und gehe jetzt nochmal hier hinein, ohne zu speichern. Wo hinein? Also ja, zu Richu, zu... Ja, warte, hol dir doch dein Granatwerfer-Zeugs. Wieso? Das Ding ist ja voll. Ah, okay. Da sind schon 6 Schuss drin. Ja komm, lass ihn burnen! Na ja, gut, passt schon. Das ist endlich mal eine richtig nützliche Waffe. Also ja, und Barry hat mir so eine Granaten gegeben. Das Komische war... Er hat mir jetzt nicht gesagt, dass ich den Schlüssel wegwerfen kann. Jetzt gerade? Ah, doch, er ist weg. Doch. Eben. Gut, Glück gehabt. Oh nein, Forrest. Einfach ein Granatwerfer daneben. Komisch, der war nicht in der Anfangskatzin dabei, der ist nicht hinein in die Villa. Das heißt, er gehört zu Rebecca.
Ja, Bravo-Team, oder? Ja, klar. So, also, rüste mir das Faktheim mal aus. Warte, untersuchen. Granatwerfer. Die Granaten sind bereits geladen. Geil. Ausrüsten. You don't fuck with that shit. Ja. Jetzt bin ich gespannt, wie das... Wie schnell sie sich umgedreht wird. So, wo bist du? Are you dead? Musik hat auf. Ich verbrenn dich mal besser. Das brauchen sie jetzt nicht. Ja, warte! Vielleicht näher ran oder so, oder direkt auf die Leiche, weiß was ich. Ja, mach ich doch. Aha, anscheinend kann man die nur verbrennen, wenn sie so quasi außer Gefecht sind. Aha. Toll, oder du willst deinen Kollegen nicht killen. Ja, vielleicht habe ich so Gefühle. So, kann ich das eigentlich kombinieren? Yeah! Hä? Was hast du jetzt kombiniert? Zwei Kräuter habe ich jetzt da. Ja, natürlich konntest du das. Das hast du schon mal getan. Kann ich das nochmal kombinieren? Nee, fuck, wow! Oh, Alter, guck mal, wie viel! Boah, davon wirst du echt high. Das geht jetzt eine Mords Party. Smith. Warte, ist hinten noch was? Naja. Ja, ich glaube, du kannst wieder mit einer Pistole rumlaufen. Ich fühle mich gerade aber so scheiß mächtig. Ja, das glaube ich dir, aber du solltest die vielleicht echt nur im Notfall einsetzen. Okay. Warte, ich will noch die Pistole mit mitnehmen. Oder für Bossfights oder so, weil. Weißt du? Oh ja, für Bossfights bestimmt gut. Na gut, so, jetzt gehe ich speichern. Hä? Aha, hast du die andere Maske auch schon? Ah ja, doch. Ja, die habe ich schon eingesetzt. Jetzt sind wir eigentlich gleich weit. Nur sie sind jetzt nicht die ganzen Köter und so schon rausgesprungen und so. Aha. Warst du schon bei dem Tiger? Nein. Okay. Warte, schau mal kurz nach. Nein. Okay. Mann, wo kriegen wir den gelben Juwel her? Ja, ich bin. Also das einzige Rätsel, das noch offen ist, ist die scheiß Uhr. Dann geh da nochmal hin. Okay. Ja, der ist schon hier. Einfach Zelda-Niveau. Zelda-Niveau. Okay, das heißt, wir müssen den Text genau lesen. Mhm. Und sobald ich hier runterkomme. Boah, Alter, wie sehr ich bei Twilight Princess im allerersten Tempel gebraucht habe, um herauszufinden, dass ich diese scheiß Dinger da entzünden muss, diese vier. Ah, ja, ja. Mitnacher meinte immer, vielleicht hat das mit diesen Kandelaber zu tun. Und ich so, was zum Fick sind Kandelaber? Candle. Ja, das ist mir dann hinterher auch irgendwann aufgefallen, nach irgendwie Stunden probieren. Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. In ihr Schicksal? Wie ist das gemeint? In dein? Also ist das jetzt... Sieht's das dich? Das noch, könnte gut sein. Lies es nochmal. Ein Bild von zwei Rittern im Kampf. Das kurze Schwert steckt in der Brust des einen Ritters, das sehe ich. Das lange Schwert hat den Kopf des anderen durchbohrt. Okay, ein kurzes Schwert und ein langes Schwert durchbohrt den Kopf und die Brust. Wenn die beiden einander erstochen haben. Haben sie doch. Liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Ihr ist groß, also meint er mich. Okay, liegt der Weg in dein Schicksal frei. Der Weg in dein Schicksal liegt frei, wenn die beiden sich erstochen haben. Ach, keine Ahnung, Mann. Ja, what the? Normalerweise hilft das halt draufballern. Die einzige Bewegung ist das stille Flackern der Kerzenflamme. Ich weiß immer noch nicht, wofür dieses Goldschild gebraucht wird. Wenn die beiden einander erstochen haben. Hab ich das Goldschild eigentlich untersucht? Nein, du hast es nur mitgenommen, glaube ich. Scheiße. Warte, dann gehe ich das mal untersuchen. Scheint mir eine gute Idee zu sein. Moment mal. Warte, was? Wenn hier? Goldschild hier! Oha, pack das Goldschild mal da rein. Ja, warte, ich hol's kurz.
Italien? Oh, cool. Fucking Sherlock Holmes, Mann. Ja, Mann. Ja, ist gut, ist ja gut. So, Karte. Oh, scheiße, das ist ein langer Weg. Ja, Osttrippe. Nee, nee, ich geh da links, wo ich grad bin. Oder? Ja, scheiße, genau. Genau. Also, okay, einfach ans Ende des scheiß Ganges rennen. Diese Türklinke. Die ist immer wieder. What the? Shit, egal, hast du keinen Dolch? Anscheinend nicht. Ah, fuck ihn ab. Oh shit. I can't! There's too many of them. Ist nicht there's too many of them? Ja, ich zieh ihn ja durch. Ja. Also, ich hab it's too many of them verstanden. Oh Mann, ey! Boah, wie ich dich puncht, Mann. Wie geht's mir? Vorsicht, ey! Hauptsache nicht Gefahr. Den muss ich töten. Der. Ich will nicht, dass meine Safe-Räume von verfickten Monstern bewacht werden. Ja, dann gib ihm halt den Granatwerfer. Hier gibt es verschiedene Arten von Seeren. Vielleicht viele haben eine sonderbare Farbe. Seeren, geil. Wieso, was hast du gedacht? Serums? Naja, Serum. Also rein vom Lateinischen müsste es Sera, der. Ja. Plural sein. Oder Seri. Nee, das ist das, nur das wenn kein S. Das wäre kein lateinischer Plural. Hör auf mit deinem Latein, ey. Sorry. Fach Chinesisch. Was wollte ich jetzt sagen, nicht? Tja, du sagst, ich soll aufhören mit meinem Fach Chinesisch. Du kombinierst hier deine Sniff-Zeugs, du mit deinem Drogenfach Chinesisch. Ey! Da bin ich viel im bald fängst du an, deinen Sniff irgendwie Ganya zu nennen oder Mary Jane und das wäre dann hier falscher Gott. So, Gold-Symbol. So, jetzt speichern wir. Prüfen. Ja, speichern. Oh. So, endlich was anderes als Haus Osttreppe, das war echt nervig. Ja, Medizinraum. Yeah. Ja, Medizinraum, genau. Also, untersuchen. Medizinzimmer, zu viele Z und I. Die Ausländer sind aufgrund der wiederholten Einpassung ganz abgenutzt. Oh, das heißt, ich kann schon mal nicht einsetzen. Ist ein Templerkreuz? Na, mehr oder weniger, ja. Verdammt, die sind überall. Du kannst es nicht einsetzen? Wieso nicht? Ja, weil sie abgenutzt sind. Ja, hey, das Kind schon so. Ja, du bist ein bisschen mehr Essjemann jetzt. Nee, geht nicht. Fuck you. Fuck you. Ich glaube, bist du nicht in Gefahr? Was? Liegt der da auf dem Boden? Nee, das ist ein anderer, den werde ich jetzt abfucken. BAM! What the? Aha, dachte schon. Toll. Oh, schnell, fuck ihn ab, Jill. Ein Schuss verbraucht, Mann. Ja, Objekt verwenden, los. Wieso brauche ich das? Ich will den Ficker jetzt abfucken. Vielleicht Feuerzeug. Da. Aha. Geil, und jetzt los. Ah! Jetzt stirbst du. Geil, sind beide abgefuckt. Toll. Hat sich echt gelohnt, ich bin ja beinahe mit abgegangen. Egal, gut, also die kommen. Es wäre gut, wenn du draufgegangen wärst, dann hättest du wenigstens deinen Schuss vom Granatwerfer noch. Stimmt, ja. Die sind verdammt rar. Okay, ja super, der Raum, der Weg hier ist auch gespickt mit Viechern. Hast du also schon gesagt. Geh ich jetzt hier oben lang. Da sind nämlich keine. Ich hab eine Fuck-Kamera. Wo wollten wir ins. Dreh dich doch um. Ins Esszimmer, ja gut, da muss ich aber wieder außen rumgehen, das nervt mich. Ah ja, stimmt. So. Warte, wobei, jetzt wo ich hier schon verletzt bin, kann ich mich ja kurz auf der Terrasse da heilen. Stimmt. Auf dem Balkon. Das heißt, du wirst von Wurfwurfs angehen. Wurfwurfs? Von Wurfwurfs, ja. Ich hoffe, da sind keine Wurfwurfs mehr. Naja, vielleicht ist da mindestens ein Wurfwurf. Ja, dann werde ich halt ein bisschen Pistolenmunition auf den Wurfwurf erschießen. Naja, jetzt kannst du sowieso runterlaufen. Jetzt musst du ja eigentlich gar nicht mehr zur Terrasse gehen. Wieso? Du hättest rein theoretisch runterlaufen können zum Esszimmer. Ja, aber ich will mich hier heilen. Ja, okay.
Aber hätten wir das jetzt probiert, dann... Na, was soll's? Fuck that shit. Heil dich. Nee, wie siehst du? Und keine Wufus. Da. Nicht. Nee, wachsen Gönnerkräuter. Sie reichen für nur wenige Anwendungen. Verwenden? Ja. Sie haben ihre Wunden versorgt. Ganz? Yeah! Oh, geil. Sie haben Spritze gefunden. Spritzekraut kombinieren. Oh yeah! Alter, das ist kein Drogenspiel. Ja, scheinbar schon. Also sie zeigen dir auf jeden Fall, wie du Dinge Gras ja. rauchst, ja. Ja, meine, schau dir mein Inventar mal an. Ein Papier mit Kräutern und Feuerzeug. Ja, und dann noch Öl und dann ja, ja gut, Öl für Flugzeuge. Kerosin, Mann. Ja. Aber ich habe gesehen, dass es gut brennt. Ja. Auch auf menschlicher Haut scheinbar. Mhm. Okay, so, wenn das Gold-Ding jetzt nicht passt, dann bin ich hier gerade los. Das muss passen. Stell dir vor, dann öffnet sich so eine Tür mit noch einer Maske. Gut, das wäre gut. Ja, aber dann, oh oh, wir kommen dem Bösen näher. Aha. Wird okay. Mal wieder Zeit für Barry. Ja, Mann, wo ist der Pisser? So, alles passt. Geil. Da siehst du die Uhr, ich wusste es. Sehr schön. Okay. Oh oh. Ja, was da drin ist. Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Ich hab das Gefühl, jetzt kriegst du einen neuen Schlüssel. Irgendwie. Stimmt, ja. Da stimmt. Ist ein Helm, da ist eine Rüstung, da ist ein Schild und da ist ein Schwert. Anscheinend können sie die Räder im Uhrwerk drehen. Ausprobieren? Jo. Welcher Seite möchten sie drehen? Klein, groß, eines. Naja, groß. In welcher Richtung? Ja, what the? Nach links. Das könnte aha! Moment, ich hab's. Warte kurz. Ah, warte. Da, genau. Gucken wir kurz nochmal auf das Ding da. Das wäre dann... Und wie verzerrt im Kampf? Der Kleine durchbohrt die Brust. Das heißt, die muss wahrscheinlich auf die Rüstung zeigen. Genau. Der kleine Zeiger. Der andere geht auf den Schädel. Auf den Kopf, genau. Also auf den Helm. Tja, das ist Zelda My Ass. Okay, gut. Das heißt. Ja, ist es nicht schon so? Ah, nee, du musst eigentlich jetzt noch den. Hä? Der Kleine muss auch auf die Rüstung. Das ist so einfach, Mann. Das glaube ich. Ja, aber jetzt muss er noch herausfinden. Nein, warte, nein, nicht. Nein, Moment, goddammit! Ausprobieren klein nach rechts. Wieso dreht sich jetzt das? Leiter drin? Ja, pass auf, du drehst die Räder, Mann. Naja, siehst du, noch weit. Okay, nehmen wir mal das große nach rechts. Nee, nach links hätte es drehen müssen. Genau, ja. Leiter drehen, das große nach links. So. Jetzt noch einmal, schätze ich. Und das große nach links. So. Es müsste es fertig sein, theoretisch. Da, sie läuft. War zwar viel zu leicht irgendwie, aber... Nein, wir sind einfach scheiß gut. Okay. Ja, komm, der große war schon auf den Helm gerichtet. Maske oder Schlüssel, sag ich dir. Schlüssel, Hausschlüssel. Okay, und, aber was? Was für ein Symbol? Helm, muss Helm sein. Schild. Ah, mit Schild? Okay. Fuck, wo war jetzt ein Schild? Ich hab noch nie ein Schild gesehen. Doch. Ah! Nee, Schild hab ich noch nie. Ich hab nur Helm und Schwert. Doch, irgendwo war ein Schild, aber ich weiß nicht mehr wo. Oh, fuck. Puh, aber ich hab eine Vermutung. Warte kurz, bin ich wieder da. Shit. Ist das ein Schild? Helm. Soll alles systematisch abgehen wie in Metroid. Wunderbar. Na gut, im ersten Stockwerk gibt's Kamas. Das rechts oben ist Spencer Wappen. Dann wäre die Seite schon mal geklärt. Links ist auch nichts. Und hier könnte es. Genau, die bei Spencer. Hinter mir hat sich was bewegt. Paranoid.
Ja, wo war ich? Das bei Richard vielleicht. Das könnte sein. Oder es ist das da hinten. Nein, das war, glaube ich, ein Helm. Nein, was doch ein Schild. Scheiß geht weg. So. Weißt du, was ich richtig, richtig, richtig seltsam finde? Was denn? Also, du gehst ins Esszimmer und siehst ein Holzschild. Oder, ja, ein Schild. Nimmst das Schild mit, musst, glaube ich, erst die Mondlichtsonate spielen, dass sich eine Tür öffnet. Dann gehst du rein, ersetzt das Holzschild mit dem Goldschild. Nimmst das Goldschild mit, setzt das Goldschild in diese eine Einkehrung da ein, damit du einen Schlüssel bekommst. Was zum Teufel hat sich der Besitzer gedacht? Du, keine Ahnung. Alter, willst du jetzt echt deine Granatendings da verschwinden? Nee, ich habe ihn nur verbrannt. Nee, weil der Typ hier, ich werde hier öfters mal durchlaufen. Okay, okay. Und ich will nicht, dass der mich jedes Mal verletzt. Ich habe echt, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe bisher eigentlich nur Rüstung, Schwert und Schild gesehen. Helm. Ich weiß, ich habe irgendwo ein Schild gesehen und ich glaube, das ist die Tür bei Richard. Das war aber einer der, also das war dann echt die erste oder so. Ja, ich ist es auch. Ich glaube zumindest. Ich war am Anfang immer noch in dem Gedanken, dass es das gar nicht gibt. Bis du es halt nicht erwähnt hattest. Okay, was machst du hier jetzt? Ich hol jetzt Bankgranaten erstmal. Okay. Weil das Ding ist, glaube ich, mein Granatwerfer. Was schon? Oh shit. Oh nee, zwei. Aber ich lege jetzt das Feuerzeug und das Ding ab, weil das eh leer ist. Fühle ich bei Zeiten mal wieder nach. Kerosin. Stattdessen hole ich mir jetzt halt. Granaten. Wobei, was ich eigentlich auch. Ich kann das Gewehr mal wieder mitnehmen. Ja. Yeah. Weil ich habe Gewehrmunition. Nehme ich halt das mit. Oh, stimmt. Dann lag mal kurz nach. Genau, ja. Ein defektes Gewehr. So. Wobei, warte, ich nehme kurz einen Farbpunkt, um jetzt Zeit zu speichern. Wobei, ich habe nur noch 5 Speicher mit. Willst du immer noch mit dem Ding rumlaufen? Mit dem Granatwerfer? Übrigens, es gab dieses eine Schlafzimmer, da lagen noch Farbbänder und diesen, also da, wo wir den Erste-Hilfe-Kasten her hatten. Und die Farbbänder hast du da nicht mitgenommen. Ah, okay. Daran erinnere ich mich gerade. Gut, dann lasse ich den Granatwerfer hier. Ja, das würde ich dir sowieso empfehlen. Den sollten wir lieber aufbrauchen. Aufsparen. Ja, aufsparen. Ja, yeah, ich habe keine Waffe mehr. Das erinnert mich an was. Was denn? Naja. Wenn wir immer so episch ohne Ding Waffe rumlaufen. Aha! Bei Resi 5 zum Beispiel. Ja, genau. Oder du mit Leon bei Krause. Oh ja. Dann sind wir vielleicht auch mobiler. Das ist ein Vorteil. Ja, vielleicht. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob hier hinten so ein Schildtür war. Hier bestimmt nicht. Weil hier hinten war noch ein. Warte, muss mal kurz schauen. Ach, guck einfach mal nach. Eben, ich guck jetzt mal einfach mal durch. Weil hier war, glaube ich, Helm. Boah, Mann. Ey, die Klinke, die ist fast neun, fast gar. Na! Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Na, da ist ein Helm-Symbol. Shit. Okay, jetzt gucke ich auf die scheiß Klinke. Schau. Geiler Architekt, oder? Alter, was für Umstände die sich machen, nur um dann so einen scheiß Schildschlüssel ranzukommen. Ja, Mann! Stell dir vor, du willst Spencer besuchen und so, ey, wie komme ich eigentlich zu dir rein? Hol dir den Schildschlüssel. Wie bekomme ich den? Und dann diese ganze Erklärung. Boah, dieser diese Wand ist, an dieser Wand ist ein großer Kratzer, das sieht nicht wie ja, das ja, weg. Ja, ja, wissen wir schon. Den gibt's hier noch nicht. Ja, ich weiß. Boah, Alter, dieser Hirschkopf, Mann. Volles Klischee. Ja! Da, genau, da liegen noch irgendwo Farbbänder. Glaub ich. Nee, der hab ich nicht mitgenommen. Ah, nein, da. Ha! Ja? Was? Warte, ich lese kurz nach. Da hast du Farbbänder. Sieht so aus. Wo waren das jetzt? Sieht aus, als hätte jemand etwas an sich genommen und sich schnell aus dem Stab gemacht. Hä? Wie kann sie das denn erkennen? Frage mich auch gerade. Ist das wie ein nettes Gästezimmer? Irgendwie schon. Alter, die Klinke. Ja,
Die Musik. Die, so eine lange Klinke und dann noch so weit nach unten drücken. Mhm. Und da ist wieder was völlig anderes. Ja. Ich habe so eine Tür noch nie gesehen, ganz ehrlich. Also ich habe sie noch nie aufgemacht. Naja. Also weißt du jetzt, wo wir lang gehen? Das Einzige, was mir jetzt noch bleibt als Bei Idee, Richard, ist Richard, ja. Dann gehen Deswegen werde ich da jetzt hingehen. Ich lege kurz die Farbbänder weg. Ink Ribbon. Yeah, the Red Toll. Ribbon. Ja, yeah, Red Ribbon Army. Toll, das Ding heißt Ink Ribbon und auf Deutsch Farbband. Ja gut. Ja, Ink, Tinte. Ja, klar. Gut gemacht, Capcom Deutschland. Capcom Germany. Oh, das Sniff wie wirkt bereits. Jill kann kaum noch Treppen hochgehen. Hast du gut gesagt. Ja, crazy, ich komme. So, der Typ ist tot, endlich ist es hier. Kann ich hier schön in Frieden gehen. Und hier Mr. Richard sein. Oder ja, seine Leiche. Weißt du, ich check's nicht. Der Typ in den Kommentaren hat gesagt, er gibt mir ein Funkgerät. Er ist tot, wieso kann ich mir nicht einfach nehmen? Und sie ist bereits tot. Good ein Tag point, ist das Ende für so einen guten Freund. Ja, ich kannte ihn doch kaum. Ha, hier ging schon mal weiter, okay. Ja, hier waren wir schon mal. Oh! Okay. Hat er dich erwischt? Oder bist du ja zurück? Ich wollte eigentlich vorbeirennen, habe ich dann umgedreht. Toll. Okay, einfach geradeaus rennen, einfach geradeaus rennen. Egal wer vor dir steht, einfach geradeaus rennen. Da, Schildschlüssel. Geil! Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr. Ja, what the fuck? Also muss ja was echt Wichtiges sein. Alter, sind das Spinnennetze? What the fuck ist das für eine Tür? Oh nein. Oh, jetzt wird's hardcore. Bist du draußen? Ich weiß es nicht, ne? Sieht das wie ein Schuppen? Ja, hol dir lieber die Knarre. Okay, jetzt wird's interessant. Was findest du hier wohl? What the? Was? Ist das wie so ein Dachboden, so ein alter? Gut, du läufst ja immer nach oben dorthin. Das sieht total creepy aus. Was? Gewehr, oh cool, Gewehrmunition. Geil. Oh shit. Oh mein shit. Gott. What the? Oh! Fuck that shit, wo ist mein... Fuck, ich bin vergiftet? Ich stehe immer noch mit offenem Maul hier. Scheiße, ey. Hast du das jetzt predicted? Nein! Nicht wirklich, also ich wusste, dass da eine Schlange ist, aber... Also im Spiel, aber nicht hier! Mein Gott! Richard wurde von einer riesigen Schlange vergiftet. Und das ist zwei Räume weiter passiert. Hab ich sie gekillt? Nee, sie verpisst sich, glaub nur. Ja, what the fuck, sie verpisst sich irgendwo hin. Naja, die wird wiederkommen, Mann. Ist sie vergiftet immer noch? Ja. Findest du wenigstens ein blaues Kraut hier oder so? Was ist denn das da? Oh, Todesmaske. Oh mein Gott! Gut, wir kommen der Sache näher. Shit, Mann. Scheiß. Gut, ich seh hier sonst nichts. Ja toll, stirbst du einfach dann, wenn du vergiftet bist? Oder haben wir nicht noch das Serum? Ja, rein theoretisch könnte jetzt eine Katze kommen. Wenn ich an den Dester denke, muss jetzt glaube ich eine Katze mit Barry kommen. Okay, mal gucken wir mal. Scheiße, okay, ich renne jetzt einfach durch. Da, genau. Geil. Barry! Ja, uns fühlt's kacke. Uns geht's kacke. Und zu viel Sniff. Mhm. So, jetzt geht die Tür auf. Barry. Wer nicht fragt, was los ist. Oder so, Jill, what happened? Er geht einfach rein. Oh, was macht ein Leckerchen? Oh, wie süß. Ich